Yo, 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 Leute, was geht? Euer Einitrogen ist wieder mal am Start. Ja, wie ich ja in meinem letzten Video gesehen habe, wo ich mein 100 Abonnenten-Special angesprochen habe, sind meine Call of Duty-Abonnenten wieder aufgetaucht. Erstmal Entschuldigung dafür, dass ihr schade findet, dass ich keine Call of Duty-Videos mehr mache. Ich habe mir extremes Gedanken drüber gemacht. Jetzt kommen sie, wo ich Combat Arms Videos mache. Und da frage ich mich eigentlich, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von euch gewesen. Ich habe am Anfang nur Call of Duty Videos gemacht. Und ich habe meine Kommentarenbox gesehen, also ich habe nicht wirklich gesehen, dass ihr irgendwas da gemacht habt. Ihr habt vielleicht ein Like gelassen, aber ihr habt keinen Kommentar gelassen. Ich habe gefragt, was soll ich an meinen Commentaries ändern? Wie gefällt es euch? Irgend so ein Feedback oder so. Und das hat mir einfach gefehlt in dieser Zeit, bei Call of Duty. Hat mir einfach das sehr gefehlt. Und jetzt mache ich Combat Arms Videos, da kriege ich Feedback von Leuten. Und jetzt kommt ihr auf dem Videos und schreibt, ja, ich habe dich nicht abonniert wegen Combat Arms, sondern wegen Call of Duty Videos. Ja, wenn ihr mich dafür schon abonniert habt, dann liken könnt ihr es ja, aber dann lasst doch mal bitte einen Kommentar ab. Weil ich habe mich schon gewundert, ich mache mir die Mühe dafür, dass ich euch Videos präsentieren kann, dass ihr es dann euch angucken könnt, dass euch das gefällt, dass ihr Kommentare abgeben könnt, was soll ich noch mehr einbringen in der Call of Duty Szene, weil wir wissen alle, dass Call of Duty auf YouTube echt platt getreten ist. Es ist so viel da von den ganzen Leuten, von Commander Krieger, von Elotrix und den ganzen Leuten. Und was soll ich an meinen Videos ändern, was euch gefällt? Das möchte ich einfach von euch haben. Und dann kommen halt so Videos, die ich von Combat Arms mache. Ja, finde es halt schade, dass du keine Videos mehr machst für Call of Duty. Du machst nur noch Videos für Combat Arms. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 Videos von Combat Arms hochgeladen. 3 Stück. Und ich habe so viele Videos von Call of Duty hochgeladen. Und ich gucke bei Call of Duty Videos, da kommt einfach kein Feedback. Und das finde ich halt schade. So, aber erst wieder mal richtig fettes Dankeschön für 100 Abonnenten. Ich werde jetzt auch ein 100 Abonnenten Special hier für Call of Duty machen. Aber das werde ich nicht entscheiden. Das werdet ihr entscheiden, was ich machen soll. Ihr könnt es jetzt entscheiden, was ich machen soll für 100 Abonnenten Special von Call of Duty. Ich habe schon Call of Duty Ghost schon auch vorbestellt. Da werden alle Fälle auch Videos folgen. Im November kommt es raus, am 5. November. Und der wird auch von Call of Duty alle Fälle auch wieder was hochgeladen werden. Auch jetzt. Ich werde es versprechen, dass ich in der Woche werde ich 2 Combat Arms Videos hochladen und 2 Call of Duties, dass das ausgeglichen ist. Und jetzt kommt jetzt ist wirklich die Frage, was soll ich zu den 100 Abonnenten Special von Call of Duty machen? Und was wollt ihr in der Zeit sehen, wenn ich Call of Duty Videos mache? Was wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen, wie ich Nuklear probieren soll oder weiß ich, aber das wird halt schwer, weil ich echt aus der Übung bin aus Call of Duty. Irgendwie so in den Dreh, irgendwas, halt schöne Gameplays, so schöne Feeds, das entscheidet ihr jetzt einfach mal. Schreibt es doch einfach unter den Kommentaren, was ich für euch machen soll, was ich zu den 100 Abonnenten spreche. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht einen Abo-Talk mache, wo ihr auf mein TS kommt und mir sämtliche Fragen stellt über mich. Ihr könnt privat, ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr wollt. Ich werde sie ehrlich beantworten. Werde es natürlich auch aufnehmen und werde es auf YouTube hochstellen, wo ich im Hintergrund dann halt ein Call of Duty Video am Laufen habe, wo dann halt das halt als Erfahrung, meine Abonnenten, also ihr, das halt verfolgen könnt, wie ich die Fragen beantwortet habe, etc. Und dafür nochmal herzlichen Dank für die Motivation für die 100 Abonnenten. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich die 100 Abonnenten wirklich knacke, aber ich habe sie geschafft. Und danke dafür nochmal, echt wirklich. Wie gesagt, erster dickes Dankeschön mal nochmal an die 3 YouTuber, die mir dieses Rosimis da reingeschrieben haben. Mit, ja, mach mehr Videos von Call of Duty. Und da bin ich mir echt in Überlegen gewesen, mehr Videos von Call of Duty, klar, kann ich machen, ist kein Problem, aber dann schreibt es doch bitte in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat,
was ich noch ändern möchte, was soll ich mehr mit euch machen, weil ich möchte meine Abonnenten mit einbringen. Weil dessen mache ich noch das Combat Arms Event, dass ich halt meine Abonnenten dazu einbringen möchte. Ich möchte halt mein YouTube-Channel möchte ich halt mit euch teilen. Ich möchte halt auch, ich lade natürlich Videos hoch, alles drum und dran, ist ja kein Problem. Aber ich möchte euch dazu auch einbringen, was ihr da noch haben wollt. Ich werde alle Fälle dann den Abo-Talk, werde ich alle Fälle starten. Müsst ihr nur in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich einen Abo-Talk haben wollt. Also dann erstmal nochmal an den drei Leuten, wo ich ein Dankeschön raussprechen wollte. Das ist der Tristher HD, dann JIB Gamer und DZRE 1000. Nochmal danke dafür, dass ihr nochmal da reingehauen habt in den Kommentaren, dass ihr Call of Duty Videos weiter von mir sehen wollt. Aber dann hoffe ich auch dafür, dass ihr es auch liked und kommentiert. Das geht auch an alle anderen. Wenn ich die Videos mache, dann macht doch bitte auch einen Kommentar drunter. Das würde mich halt sehr freuen. Kommen wir auch nochmal erstmal zum Gameplay dazu. Das Gameplay ist nicht von mir erspielt worden, sage ich jetzt schon mal gleich dazu. Das wurde von den X-Lux gespielt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Das Spiel wurde auf Raid gespielt, auf Nukedown 25, Sprengkommando. Er hat ein 184 oder 186 zu 3 gespielt. Er hatte hier den Orbital-Satellit, den Lotser und die VTOL-Einheit. Er hat mit der AN-94 gespielt auf Gold. Und die Aufsätze weiß ich jetzt nicht ganz genau, welche gespielt hat. Ich sehe, dass er hier den Scheidämpfer drauf gespielt hat. Ich glaube, das war es eigentlich auch schon. In seinem Perk, schätze ich mal, hat er so Mainstream gehabt wie alle anderen. Plünderer Pro, Leichtgewicht und Ghost vielleicht, keine Ahnung. Ja, Ghost jetzt glaube ich nicht. Aber egal, das tut ja nicht zur Sache. Er hat hier halt richtig dick aufgeröppelt sein Killstreaks. Und ja, erstmal dafür gesagt, mehr Videos kommen von Call of Duty jetzt alle Fälle, weil mich hat es echt schon gewundert, auf einmal ich gucke so in die Kommentare, warum auf einmal die Leute jetzt schreiben, ja, mehr Combat Arms Videos, wo es am Anfang hätte ich damit echt nicht gerechnet, dass ihr das jetzt wirklich noch schreibt, weil ich habe Videos gemacht und da kam wirklich nichts, außer bei meinen Frage-Beantwort-Videos war das einzige, wo ich halt wirklich dachte, ja, okay, da sind die Leute aktiv für meine Videos und dann sehe ich halt sowas, ja, kein, ich halt 4-5 Videos neu hoch, da kommt nichts mehr. Und ich wundere mich einfach, ja, wieso? Wenn, ich mache schon mir die Mühe, bearbeite die Videos, ihr müsst ein Gameplay aufnehmen natürlich von mir, wo ich erstmal eins erspielen muss, das ist alles Zeit beanspruchend. Dann kommt halt noch die Arbeit dazwischen, die Berufsschule dazwischen, hat man wirklich kaum Zeit. Und bei Combat Arms geht es halt wirklich ratzefatze schnell. Also Leute, ihr müsst jetzt nicht denken, weil ich jetzt Combat Arms Videos mache, dass ich meine anderen Abonnenten vernachlässige oder so oder ihr es ungerecht findet. Ich werde alle Fälle natürlich auch ein 100 Abonnenten Special für euch machen. Aber ich weiß nicht, was ich genau machen soll dafür. Deswegen könnt ihr es jetzt entscheiden. Schreibt es doch einfach mal in den Kommentaren, was ihr haben wollt. Wollt ihr einen Abo-Talk mit mir haben? Wollt ihr irgendwelche speziellen Gifts haben? Dann sagt es mir doch einfach. Dann schreibt es in den Kommentaren, also wenn ihr einen Abo-Talk haben wollt, könnt ihr gerne haben. Den Abo-Talk werde ich dann wann werde ich den starten? Auch nächste Woche. Ich werde einfach mal nächste Woche Samstag oder Sonntag werde ich den starten. Und da kommt ihr einfach auf mein TS, werdet halt einen Abo-Talk machen, könnt ihr euch dann auch frei auf mein TS bewegen. Und alles drum und dran. Also Leute, wenn euch das Video halt gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr den Daumen auch nach oben geben. Und ganz natürlich bitte auch einen Kommentar drunter geben, was ihr wirklich haben wollt. Und ich werde dazu noch sagen, die 10.000 X werde ich halt extra verlosen. Sag ich euch jetzt schon. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Das war's euer Einigtour gehen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bis letztlich ins Video. Hahaha, haut rein. Turn the volume loud. Cause it's been to the AM. So baby, make just like cake. Better let yourself.
that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace, so I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat freshened in wet paint. So if love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, dang, bang, bang. Yes, sir, and Bob, I was thinking the same thing. So come get on this pitch rock, Bob with the bob, dang, dang. Pow, 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 pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Got your girl, blowing up a pow, 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 pow. Better slow it down, throwing it down to the town, town. Throw it down, I don't know how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope. Kick your shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just spit out. Love is powerful, it's cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep, then woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian, Lamar. Oh, sorry, yo, we done both set the bar low. Far as hard drugs are, though, that's the past. But I done get enough codeine and not future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. Oh, Marshall Mathers, get out with the body now. Get the bar so blathered. Kangos and call heartless cargoes. Girl, you're fixing to get your heart broke. Don't be absurd, ma'am, you bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man, you heard. But don't get discouraged, girl, this is urgent. Unless you got told you. Kick shoes off, let your head out. All night long. Pull your beard out, just beard out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the end. Just like cake, better let yourself go. Let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. Everybody, we're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the end. Crank the bass, apply crazy, and let yourself go. Let yourself go.